Jetzt gibt's das Tink-Update für April. Und wir sprechen heute über Inna, den Mähroboter, Husqvarna und über Philips Hue. Lasst uns starten! Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge mit dabei seid. Ich bin Leonie und ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit den Neuigkeiten aus der Smart Home Welt. Und zwar mit der coolen Outdoor-Kugelleuchte von Inna. Es wird ja so langsam endlich wärmer da draußen und das heißt, wir können uns wieder der Außenbeleuchtung widmen. Das hat sich der niederländische Hersteller wohl auch gedacht und hat sein Sortiment erweitert. Die neue Kugelleuchte hat vor allen Dingen einen klaren Vorteil und das ist ihre Vielfältigkeit. Dank separater Erdspieße und Aufhängeschlaufen lassen sich die Lichtkugeln frei im Garten platzieren. Ob von der Terrassendecke oder von Bäumen herabhängt, dir sind da eigentlich gar keine Grenzen mehr gesetzt. Was natürlich immer mit dabei ist, sind die 16 Millionen Farbnuancen. Die Farbtemperatur kann dabei zwischen 1800 und 6500 Kelvin dargestellt werden und das bei einer Helligkeit von bis zu 370 Lumen. Die Inna Outdoor Kugelleuchte läuft, wie bei Inna üblich, mit dem Zigbee-Funkstandard. Das heißt, du benötigst eine Zigbee-Bridge, wie die Inna Bridge oder Philips Hue Bridge zur Steuerung. Du kannst die Lampe dann entweder per App steuern oder auch via Sprachbefehl an den Google Assistant oder Alexa. Und wenn du die Inna Bridge benutzt, klappt dann sogar die Einbindung in Apple HomeKit und du kannst Siri nutzen. Übrigens ist die smarte Lampe für die Nutzung in deinem Garten mit der Schutzart IP65 ausgezeichnet, sodass sie vor Staub und Wasser super gut geschützt ist. Kommen wir als nächstes zu den Neuigkeiten bei uns im Shop und das sind die Husqvarna Mähroboter. Denn passend zum Frühlingsanfang haben wir natürlich auch etwas umgerüstet bei uns. Wenn ihr es also noch nicht getan habt, dann macht euren Garten ready für die warmen Tage und das am besten mit den smarten Mährobotern. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wer mäht schon sehr, sehr gerne Rasen? Ich glaube niemand. Mit dem Husqvarna Mähroboter passiert das zum Glück von ganz alleine. Alles, was du tun musst, ist ihn per App oder Sprachbefehl zu steuern. In der App kannst du sogar noch weitere Infos zum Rasenzustand bekommen und natürlich mäht der Roboter auch in deiner Abwesenheit. Das Sortiment des Herstellers ist relativ breit gefächert. Es teilt sich in klassische, smarte Mähroboter und in professionelle Großflächenmodelle auf. Alle Roboter bestehen dabei aber aus einem kompakten Gehäuse, das Schutz vor Wind und Regen bietet. Der Ladevorgang funktioniert automatisch und nimmt somit auch keinen Zeitaufwand deinerseits in Anspruch. Was besonders praktisch ist, mit Hilfe eines speziellen Sensors passen die smarten Automower ihre Mähintervalle an das Wetter an und des Wachstums des Rasens. Sprich, sie erhöhen ihre Mähzeit, wenn das Gras schneller wächst, und verringern die Mähzeit, wenn sonniges oder trockenes Wetter herrscht. Du musst dich also um gar nichts mehr kümmern. Vor allen Dingen stören sie auch nicht mehr, weil sie ja super geräuscharm sind. Je nachdem, was für eine Größe an Rasenfläche du hast, kannst du dich bei Husqvarna für einen klassischen oder professionellen Mähroboter entscheiden. Aktuell haben wir zwei Husqvarna Mähroboter in unserem Shop, aber die Auswahl wird natürlich auch noch wachsen in Zukunft. Und ab April bietet Tink außerdem auch noch einen professionellen Verlegeservice an, der sich sorgfältig um die Verlegung der Begrenzkabelung kümmert. Hier richten qualifizierte Profis deinen Mähroboter für dich in deinem Garten ein. Schau doch einfach mal vorbei. Und jetzt kommen die Short News für euch. Und anfangen tun wir am besten mit den Teiltrackern, denn vor einiger Zeit bekamen smarte Tracker wie zum Beispiel Schlüsselfinder oder ähnliches relativ viel Aufsehen, weil die unter anderem auch für das Stalking von Personen oder für Autodiebstähle missbraucht wurden. Teil sorgt nun vor. Falls du dich darum sorgst, dass du eventuell mit einem Teiltracker gestalkt wirst, dann solltest du dir die Teil-App downloaden, denn damit kannst du künftig prüfen, ob sich ein Tracker in deiner Nähe befindet. Das Ganze soll auch ohne einen Account laut Teil funktionieren. Mit dieser Funktion kannst du natürlich keinen genauen Standort eines fremden Trackers anzeigen lassen. Bewegt sich aber ein unbekannter Tracker ständig mit deiner Position, dann kannst du von einem möglichen Stalking ausgehen. Und die nächste News kommt aus dem Hause Apple. Mit dem Apple Key kannst du ja ein kompatibles Fahrzeug entriegeln und starten, indem du einfach das iPhone oder deine Apple Watch in die Nähe der Fahrertür hältst. Die Funktion war aber bisher nur für ausgewählte BMW-Modelle verfügbar. Nach Angaben von Apple wurde die Funktion nun auf ausgewählte 2022er Fahrzeuge von Genesis und Kia ausgeweitet. Ähnlich wie bei Kreditkarten und Bordkarten werden digitale Autoschlüssel in der Wallet-App auf einem iPhone oder Apple Watch mit mindestens iOS 13.6 oder WatchOS 6.2.8 gespeichert. Und bei Sonos scheint es Vorbereitungen auf das sogenannte Home Theater OS zu geben. Es gibt nämlich diverse Stellenausschreibungen, in denen Sonos neue Mitarbeiter für Home Theater OS sucht. Anscheinend bereitet sich das Unternehmen auf den Videostreaming-Markt vor. In der Stellenausschreibung geht es darum, Apps oder Erlebnisse direkt auf dem Fernseher auszuführen. Das klingt meiner Meinung nach ja ziemlich genau nach einer Set-Top-Box. Aktuell gibt es noch kein offizielles Statement von Sonos selbst, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir mehr erfahren.
Eine eher unschöne Nachricht kommt von der Technologie Meta. Über die haben wir ja schon vorige Folge, glaube ich, schon mal gesprochen. Deine smarten Geräte sollen ja mit Meta in jedem System funktionieren. Wenn du also beispielsweise zu Hause nur eine Alexa stehen hast, ein paar Geräte aber nur mit Google Home funktionieren, setzt Meta genau da an. Diese Technologie wird sich aber leider noch ein bisschen ziehen. Die Verspätung in den Herbst 2022 sei notwendig, um das Software Development Kit fertigzustellen. So können Gerätehersteller ihre Produkte in das Meta-Ökosystem problemlos einbinden. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald es losgeht. Und zu guter Letzt noch einmal Apple News, denn Apple beendet die im Januar begonnene Beta-Phase und stellt nun die finale Version von iOS 15.4, iPadOS 15.4 sowie anderen Updates zur Verfügung. Wie immer gibt es zudem auch noch eine neue Version der HomePod-Software. Neuerungen, die damit kommen, sind zum Beispiel, dass die Face-ID eines iPhone 12 oder 13 der Nutzer auch dann zuverlässig erkennen kann, wenn eine Gesichtsmaske getragen wird. Du kannst damit aber auch deine Impfnachweise in der Apple Wallet ablegen und nicht nur in der Corona-App. Und natürlich gibt es auch noch viele neue Emojis und nervige Fehlerbehebungen. Kommen wir nun zum letzten Thema der heutigen Folge und da widmen wir uns Philips Hue. Denn auch hier gibt es frischen Wind im Sortiment. Es gibt zwei neue Modelle und darunter auch erstmals eine Philips Hue Outdoor Filamentlampe. Die Kombination aus klassischer Wandleuchte und eben einer Filamentlampe erzeugt eine ziemlich coole Retro-Optik im Außenbereich. Und dank IP44 Schutzart ist auch die für die Nutzung draußen perfekt ausgelegt. So wie man es von Philips Hue kennt, lässt sich die smarte Lampe über dein Smartphone mithilfe von Zeitplänen oder über die bekannten Sprachassistenten steuern. Und dazu kannst du sie auch noch dimmen. Das zweite neue Produkt im Sortiment ist die Color Outdoor Sockelleuchte. Eine Sockelleuchte ist jetzt ja nicht unbedingt super neu bei Philips Hue, aber ihre Optik ist etwas ganz anderes, denn die besteht hauptsächlich aus einem Edelstahlgehäuse. Neben der Auswahl an jeglichen Schattierungen zwischen warm und kalt weißem Licht steht hier mit der Color Outdoor Sockelleuchte auch noch das komplette RGB-Farbspektrum mit mehr als 16 Millionen Farben zur Verfügung. Und auch diese Leuchte ist natürlich witterungsbeständig und mit allen gängigen Steuerungsmöglichkeiten der smarten Philips Hue-Lampen ausgestattet. Wie ihr seht, alle Zeichen stehen auf Frühling, Sommer und Outdoor-Zeit. Wir freuen uns auf alle Fälle drauf. So, und damit haben wir es geschafft für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls du neu bei uns bist, lass uns gerne ein Abo da, schreib uns deine Anmerkungen oder Fragen unten in die Kommentare und bleibt alle gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss!